Schwaben haben wir heute ein Fahrzeug aus dem SUV-Bereich, aus dem Kleinwagen, das heißt Kompakt-SUV-Bereich, den Volkswagen T-Roc. Letztes Jahr im November war die offizielle Markteinführung für dieses Modell. Es gibt diesen VW T-Roc in drei Varianten. Einmal Basisversion, da hat man dann die nackte Vielfalt, da hat man dann kaum Extras. Man hat da auch nicht mal Alu-Räder bei der Basisversion. Dann gibt es über unserem Testwagen das Style-Paket. Hier ist mit beinhaltet Alu-Räder, 16 Zoll sowie ein paar weitere Extras. Auch die sogenannte Dachfarbe kann man hier variieren. Man kann hier praktisch zwischen drei verschiedenen Dachfarben auswählen beim Modell Style. Und dann gibt es noch die Sportversion, die bietet das gleiche an. Auch drei verschiedene Dachfarben. Eben gibt es beim Sportpaket serienmäßig 17 Zoll Alu-Räder. Ja, bei der Kombination der Farben, da kann man relativ heute kann man einiges hier wählen. Bei den Farben ist alles möglich. Hier gibt es vom Purweiß und Urano-Grau. Übrigens, Urano-Grau ist die einzige Farbe, die serienmäßig ist, ohne Mehrpreis. Es gibt Flash-Rot. Hier haben wir zum Beispiel das schöne Electric Orange, wie es auch beim Polo lieferbar ist. Oder Ravenna Blau für die, die eine kräftige Blaufarbe haben wollen. Oder Kurkuma Gelb sowie Atlantic Blau. Das schöne White Silver haben wir hier. Wir haben Black Wack Braun Metallic. Das müsste diese Farbe sein. Indium Grau Metallic oder Deep Black. Beim Modell Style und beim Sport kann man zusätzlich die Dachfarben, wie gesagt, hier wählen. Einmal in White, in Pur White. Dann gibt es die Dachfarbe in Schwarz Uni, in Flash Road oder Black Wack Braun Metallic. Schöne Farbe. Gibt es auch beim Passat. Ja, und von hinten sieht das Ganze dann so aus. Wir haben LED-Rückleuchten. Allerdings haben wir vorne nur Standardscheinwerfer. Unser Fahrzeug steht leider auf Winterbereifung, sind 16 Zoll Felgen Winterkontakt. Also wir haben ja sogar recht gute Reifen. Wir haben Conti-Kontakträder. Bei den Alufelgen, da kann man sich richtig austoben. Bei den Aluminiumfelgen gibt es wirklich alles, was das Herz begehrt beim VW. Da kann man vom 16, 17, 18 Zoll bis hinauf zu 20 Zoll Alufelgen alles wählen, was an das Herz begehrt. Also hier gibt es wirklich alles, was möglich ist. Wir haben hier die Aluräder, wir haben hier 16 Zoll, wie gesagt, bis hinauf 17 Zoll. Die 17 Zoller sind beim Style-Paket sogar serienmäßig, beim Sportpaket sowieso. Dann gibt es 18 Zoll vom Volkswagen Airline Sebering. Die größte Alufelge ist das 19 Zoll Rad Suzuka für Volkswagen Airline. Die kosten allerdings dann auch einige tausend Euro Aufpreis. Ja, zum T-Roc außen, der ist etwa 4,34 Meter lang, also recht kompakt, ein bisschen länger als der VW Golf. Ein schickes Auto hier. Wir haben hier, wie gesagt, leider nicht das LED-Licht und auch nicht diese wunderschöne LED-Beleuchtung hier. Wir haben hier nur standardmäßig Nebelscheinwerfer, was ich ein wenig enttäuschend finde. Das hat das Style-Paket eben nicht serienmäßig. Und wir sehen hier ein relativ schönes Fahrzeug in Purweit mit schwarzem Dach. Im Innenraumbereich fällt natürlich sofort, hier sehen wir das Kurkuma-gelbe Interieurleiste. Und ein Blick in den Innenraum zeigt natürlich ganz deutlich, wohin der Weg in Sachen Qualität bei VW hingeht und Sachen Sparmaßnahmen. Wir haben, man hört es hier eindeutig, kein Soft-Touch-Armaturenbrett mehr, sondern viel Hartplastik. Darunter, wie gesagt, diese Plastik- oder ja Metall, diese Plastik-Interieurleiste hier in Kurkuma-Gelb. Diese zieht sich dann in die vorderen Türverkleidungen durch. Leider nicht hinten. Wir haben hier auch diese Kurkuma-gelbe Leiste. In Sachen Materialien muss ich sagen, einfache Türverkleidungen. Hier Hartplastik, hier auch Hartplastik, hier ein bisschen Stoff und auch im unteren Bereich Hartplastik.
Die Mittelkonsole ist auch wieder sehr in einem kurkuma-gelben Zierstreifen gehalten, was ich relativ einfach finde. In der Mittelkonsole im Bereich des Automatik-DSG-Wahlhebel haben wir und unseres Wahlhebel für die Allrad, für den Allradantrieb haben wir so Klavierlack. Dann haben wir beim VW T-Grock eine Mittelarmlehne, etwas kurz geraden mit Ablagefach. Was ich auch etwas enttäuschend finde, ist an der A-Säulenverkleidung einfaches Plastik, während der gesamte Dachhimmel hier in Stoff bezogen ist. Es gibt wenigstens Dachhaltegriffe, die wurden Dachhaltegriffe vierfach, hinten sogar mit Kleiderhaken und wir haben zwei LED-Leseleuchten vorne, was auch nicht mehr da ist wie beim VW Jetta oder beim Volkswagen Tiguan. Wir haben kein Ablagefach hier, das wurde auch wegrationalisiert. Was wir aber hinten haben, immerhin haben wir hinten zwei Leseleuchten. Jetzt schauen wir mal uns das Cockpit an, und zwar unsere Anzeigentafel, die wir hier haben. Wir haben eine interessante Anzeigentafel. Wir haben hier zum Glück nicht dieses neuartige Multi-Info-Display, wie es bei VW genannt wird, dieses neuartige digitale Cockpit. Wir haben hier noch die einfache Analoganzeige und hier, wie bei VW üblich, auf der linken Seite haben wir Drehzahlmesser und Kühlmittelanzeige. Dann auf der rechten Seite den Tacho, wo dann die Tankanzeige analog verbaut ist. Und dann in der Mitte haben wir, momentan zeigt es uns das an, dass wir hier die linke Tür offen haben. Jetzt starte ich den Motor mal. Und dann können wir hier über unsere Lenkradtaste, übrigens, wir haben hier ein schönes Lederlenkrad, VW-typisch wie aus anderen VW-Modellen. Das Standardlenkrad liegt übrigens wunderbar in der Hand. Und nun kann man hier über das Multifunktionsdisplay natürlich alles durchschalten. Wir haben hier die Fahrstrecke, wir sind bisher 5 Kilometer gefahren. Unten zeigt es dann die Gradzahl an, wir haben gerade 10,5 Grad. Wir haben eine Öltemperaturanzeige, der aktuelle Verbrauch etwas hoch, weil wir nur 5 Kilometer gefahren sind, 8,7 Liter. Aber ich habe den Wagen schon mal gefahren und der Verbrauch beim TDI 150 PS liegt etwa, ja, man kann sagen, zwischen 6,5 und 7 Liter bei flotter Fahrweise. Reichweite, der Tank ist jetzt dreiviertel voll, wir würden damit 650 Kilometer weit kommen. Hier haben wir die AdBlue Anzeige, das Fahrzeug hat einen AdBlue Tank, der dann nach gewisser Zeit mal wieder aufgefüllt werden muss. Ja, und wir haben hier das Radio, das sehr gute Radio-Media-System verbaut, was hier das teuerste ist, mit sehr gutem Sound und einer sehr guten Optik. Das Fahrzeug hat zudem eine Klimaautomatik. Das Handschuhfach, ja, ist nicht beleuchtet und auch nicht sehr groß und alles mit recht hartem Billigplastik bezogen, was mich persönlich ein wenig enttäuscht. Ja, so im Innenraum die Sitze noch zu sagen, die sind optimal, geben viel Seitenhalt, sind auch sehr komfortabel. Und was wir auch haben, zum Glück gibt es sie noch, die Gurthöhenverstellung für die Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer, die wurde zum Glück nicht wegrationalisiert. Das Platzangebot in Form, ein Sitz ist auf mich eingestellt und man sieht eindeutig, die Kniefreiheit im Vor ist eher bescheiden. Der VW Tigros ist relativ eng hinten, noch ein bisschen länger und ich stoße hier mit den Knien an den Sitz. Ist etwas enttäuschend, am Tiguan bietet da deutlich mehr Platz. Im Vor haben wir zudem zwei Lüftungsdüsen noch. Wir haben im Vor hintere Kopfstützen dreimal, die man ausstellen kann, die man hier hochschieben kann. Dann kann man hier noch bequemer sitzen im Vor. Auch was mich enttäuscht, praktisch bei beiden Türverkleidungen, vorne haben wir hier noch Kurkuma-Gelb abgesetzt. Hier haben wir eine ganz andere Interieurleiste, die wahrscheinlich standardmäßig verbaut wurde.
Mich enttäuscht das ein wenig. Im Fond geht es relativ trist zu. Wir haben immerhin Dachhaltegriffe mit Kleiderhaken. Aber wie gesagt, das Platzangebot ist sehr enttäuschend, also wirklich sehr dürftig. Und wir haben immerhin auch hier sogenannte Ablagetaschen. Nicht schlecht. Beim Platzangebot im Kofferraum auch hier eine Riesenenttäuschung. Der Kofferraum, naja, er ist relativ klein geraten in Sachen Ladeabteil. Wir haben hier einen Kofferraum etwa in Polo-Größe. Und was weiter enttäuschend ist, wenn man hier runter guckt, ist zwar eine Aussparung fürs Reserverad, es gibt aber hier nur den Kompressor für die Reifen sowie das Dichtmittel. Wagenheber oder Bordwerkzeug hat man hier absolut komplett weggelassen, was ich ein wenig enttäuschend finde. Ja, und hier haben wir noch etwas, was sehr interessant ist. Wir haben ja hier einen 2,0 TDI mit 150 PS. Hier das blaue ist der AdeBlue Tank, der alle paar tausend Kilometer aufgefüllt werden muss. Dieses AdeBlue gibt es an jeder Tankstelle und beim VW-Händler und ist relativ vom Preis her noch recht human. So, jetzt schauen wir mal in den Motor. Es gibt motormäßig beim VW T-Roc ein Basismodell, einen 1,0 TSI, der leistet 115 PS. Dann haben wir einen 1,5 TSI, der leistet 150 PS. Es gibt einen 2,0, dann gibt es noch den 2,0 TDI, wie er hier ist, mit 150 PS in Verbindung sowohl mit Schaltgetriebe und Doppelkupplungsgetriebe. Zum TDI-Motor kann man nur sagen, ein guter Motor, zieht gut durch, ist sehr human, läuft leise, kultiviert, ein guter Motor. Was auch wieder auffällt bei VW, hier wurde wieder einmal an der Innenverkleidung etwas gespart. Wir haben hier eine nicht ganz so saubere Lackierung, wie wir das eigentlich vor Jahren noch hatten bei VW. Hier wurde wieder einmal am Decklack gespart. Ärgerlich bei VW, hier sieht man es zum Glück nicht so. Wir haben hier ein weißes Fahrzeug. Ich habe allerdings schon andere Farben gesehen, wo das deutlicher auffällt. Der 2,0 Liter TDI ist hier gekoppelt an ein 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe, was wirklich hervorragend ist, funktioniert. Die Schaltwechsel sind langsam, sind sehr human. Man merkt von den Schaltwechseln fast gar nichts. Der Motor hat ein gutes Drehmoment, läuft angenehm leise. Allerdings, wenn man ein wenig Gas gibt, merkt man es deutlich. Die Dämmung ist nicht ganz so gut wie beim Tiguan oder beim VW Jetta, den wir in dieser Motorisierung auch schon mal hatten. Ja, wie gesagt, Doppelkupplungsgetriebe und Sechsgangschaltung sind bei diesem Motor lieferbar. Wir haben hier, wie gesagt, ein Modell in der Style-Ausstattung. Hier zeigen wir nochmal schön die LED-Beleuchtung hinten. Ja, wir haben LED-Scheinwerfer. Und jetzt können wir auch nochmal den Motorlauf dieses wunderbaren 2,0 Turbo-Diesel-Motors uns anhören, wie er hier in diesem Motor verbaut ist. Wie gesagt, hinten haben wir LED-Scheinwerfer. Die funktionieren hier wunderbar. Und hier zeigt sich der Motorlauf 2,0 TDI, nagelt den Kaltstart etwas, schüttelt er sich, dann verläuft er in einen ruhigen, homogenen Drehzahlverlauf. Ein guter Motor insgesamt. Ja, vorne haben wir, wie gesagt, nur die einfache Standardbeleuchtung, kein LED. Schade eigentlich, denn LED-Lampen, die kosten hier etwa über 1000 Euro. Das hat man hier leider weggelassen, ebenfalls im unteren Bereich. Sonst würde hier dieser Bereich hier leuchten. Bei den LED-Scheinwerfer haben wir hier leider nicht verbaut. Insgesamt ist der VW, wie gesagt, ein sehr schönes Auto mit ruhigem TDI-Motor. Und jetzt werden wir den Wagen mal eine Runde fahren und mal so auf Herz und Nieren testen, was er so kann.